Tastenbelegung gucken, wo das ist, ne? Ja. Ich würde es schöner finden, wenn ich die Uhr da oben wieder wegkriege. Ja, das ist sogar nicht die Uhrzeit. Ja. Ich würde dich gerne wieder ausblenden, eigentlich. Warum siehst du dann, wie die Zeit verstreicht? Ja. Die 40 jetzt auch düngen, oder? Alle düngen, alle der Reihe nach. Die können wir ja wieder raus. Bist du schon fertig mit der Wiese da unten? Ja. Oha. Ja, machst du jetzt bei der 34? Oh, Düngestreuer, ja. Ja, ich mache jetzt gerade 40 und dann 34, wa? Die Uhr können wir ja wieder rausnehmen. Und hast du das Kind mit den Bäumen aufgehabt? Was, mit den Bäumen? Ja, da kannst du jetzt Bäume auch noch größere Bäume platzieren und so. Ja, jetzt wo ich keinen Platz mehr habe. Ja, ich glaube, aber die kannst du schneiden auch, das sind Fichten auch so dabei und so. Und Palmen und auch so Plätze. Oh, die letzten 30.000 Liter hier im Überladewagen. Ja, wenn ich die Motorsäge anmache, ne? Kann ich nicht laufen. Ja, sowas. Das ist ein Fehler, habe ich auch schon. Ich glaube, der Fehler besteht auch schon länger. Ist das bei dir auch, oder was? Ich habe noch nicht einmal die Motorsäge benutzt, glaube ich. Also in dem Spiel geht's normalerweise. Ja, dann ist es ein Fehler hier auf der Karte. Oder irgendwie nee, servertechnisch. Felsbrunn ist auch nicht gegangen, kann ich auch nicht gehen. So, jetzt habe ich noch 11.000 Liter hier drin. Die kriege ich auch noch raus. Ah, ich bin ein Horst. Den Server habe ich eh schon verlängert wieder. Das ist gut. So. Und weiter geht's hier. €1.000 neue Fahrzeug, was hast du gekauft? Ja, Motorsäge. Ach so. Also ich kann laufen und sägen. Da hängt das mit Lenkrad zusammen. Das muss gerade stehen, sonst geht das glaube ich nicht. Nein, es funktioniert. Bei mir steht Lenkrad gerade. Okay. Weil ich habe also nämlich irgendwas funktioniert bei mir. Egal, ob die Säge drehe oder nicht, also ich kann. Ich habe nämlich, also wenn du im Landschaftsbau bist und das Lenkrad steht irgendwie eingelenkt, dann kannst du nämlich auch mit der Maus nichts mehr platzieren und tun und machen. Also das ist dann ganz komisch. Du musst das Lenkrad immer im gerade Ausmodus stehen. Okay. Also ich bin auf der 34. Jo. Ja, dann holst du aber richtig gut auf jetzt, ne? 34, dann hast du noch die 43 und dann bist du ja schon bei den drei Feldern, wo ich hier bin. Ich hoffe, ich bin bis dahin durch. Könnte sein, dass du schneller bist als ich noch, jetzt letzten Endes, weil ich garantiert nochmal los muss, den Anhänger auffüllen fahren. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Du musst 100%ig nochmal nachladen. Aber dann fahre ich, ganz ehrlich, dann fahre ich erstmal bei uns ans Lager. Das ist nämlich viel näher dran. Ja, und ich müsste eigentlich auch. Ich fahre ziemlich doll überlappend, was halt auch richtig kacke ist eigentlich. Könnt ihr jedes Mal so 2-3 Meter weiter wegfahren noch. Verringerte Motorbremse gibt es jetzt auch, gell? Ja, aber ich habe extra die realistische Motorbremse drin. Damit es halt realistisch ist. Schon ab
gestellt im Moment, ja. Ist der neue MAN auch da, ne? Bei IDS. Weißt du schon, Peter? Nee. Ich habe die ganzen letzten Tage nicht wirklich aktiv, was LS angeht. Ah, ETS. Ach, ETS. Nee, das habe ich noch nicht. MAN da. Beim Aufnehmen, oder? Ja. Puh, Alter, das ist noch so viel, was ich hier kalken muss. Meine Fresse. Feld 48 hört gar nicht auf da hinten. Das Maisfeld bei mir ist auch groß. Oh. Ja, unser größtes Feld ist tatsächlich, wird zur Wiese gemacht. Aber wir haben halt die drei Felder nebeneinander, die kann man halt auch alle drei zusammen ansehen und als ein Feld dann abernten. Das würde halt auch theoretisch gehen. Haben wir schon drüber gesprochen eben. Wenn wir wirklich richtig Silage machen wollen, knallen wir hier dreimal Mais drauf und fahren das in einem Zug ab. Die Feldbegrenzungen passen auch nicht ganz. Das stimmt, ja. Inwiefern? Weil, über das Feld drüber, dann der Helfer drüber fährt, also ins andere Feld rein. Dann dreht er um und dann bleibt er stehen. Okay, das habe ich jetzt so noch nicht wirklich beobachten können beim Ernter. Die überlappen ein bisschen, ja. Ja. Das ist kacke, das, ne? Aber Gott sei Dank, da ich das Maisfeld nicht weit weg habe, sie ist gleich neben dem Hof. Ja, wir haben eigentlich alle Felder relativ nah, das ist sehr praktisch. Wobei halt, das ist wie das Blöde mit unserer Einfahrt, dass wir quasi jedes Mal einmal rum müssen. Aber wir haben große Anhänger, das passt schon. Also wenn wir Häckselparty machen, dann geht das hier richtig zur Sache. So, gleich ist er leer. Ich will ja morgen schon ein Ziel und den nächsten voll machen. Und dann gleich Kühe kaufen und loslegen. Nicht schlecht. Willst du den Cargo dann auch haben? Oder nur den Häcksler? Wie meinst du den Cargo? Was den Anhänger für den Häcksler. Nee, habe ich keinen. Warum hat der Anhänger hinten drauf? Ja, da kannst du direkt reinhauen und dann fährst du nur noch mit deinem daneben und lässt es überladen. Das ist ein Überladewagen für den Häcksler im Grunde. Den hängst du hinten dran, der haut das da hinten rein und dann kannst du immer daneben fahren und gleich überladen, wenn du wieder zurück bist. Ach so, das geht, oder wie? Ja. Ja, von mir aus, das will ich testen. Das interessiert mich. Hab ich wieder Bock drauf. War ich nur drunter dabei, bis ich dort, mach ich das voll, oder? Bleib dir nicht stehen. Ja. Ja, wenn du schnell genug bist, ja. Ja, ich hab. Mein Feld, das ist genau neben meinem Kuhstall. Ja. Ja, also bis zu meinem Siedlung habe ich. Ja, im Spiel 50 Meter. Da haben wir. Gar nichts. Ja, das hast du schnell zurückgelegt. Verdichten dann, dass wenigstens einer voll ist und dann gleich Kühe kaufen und Milch machen. Die Schafe, die haben auch schon fleißig produziert. So, jetzt fahre ich doch kurz zur BGA Kalk holen, stell den da einfach hin. Da kann sich ja in der Zeit auffüllen hier. Ja, kann man Kalk holen. Wir holen unser Kalk an der BGA, ja. Alles kannst du nur in Paletten holen, ja.
Da gibt es noch nichts anderes für. Schade. Kein Ballenlager, nichts gibt's. Das finde ich auch Ja, schade. da hoffe ich auch, dass das bald kommt. Weil dann will ich alles nur noch einen Ball machen. Da hier ist ein Weg, hier kann ich durch, hoffe ich. Wenn da unten jetzt keine Mauer ist. Vor allem hier ist Getreide, Alter, das war mal ein Feld, oder was? Hier steht überall irgendwelches Getreide rum. Sehr lustig. Ja, die Karte ist noch nicht fertig. Nee, nicht wirklich. So. Jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr auffüllen hier. Aber das kann er ganz geschmeidig nebenbei machen. Also heute kommst du noch nicht zum Ansehen, ne? Nee, das schaffen wir. Wie gesagt, wir düngen jetzt, dann müssen wir noch Gruppen, dann ansehen und dann nochmal düngen. Aber das schaffen wir, weil wir hören jetzt auch bald auf. Ich würde sagen, mit dem Düngen, das machen wir jetzt auch zu Ende, weil du bist ja recht fix unterwegs. Bin auf 43. Ja, ich denke mal, wenn ich fertig bin, dann dürftest du nicht so weit weg von mir sein. Dann machen wir das hier heute noch 46, durch. 47, 48 zusammen den, ja. Ja. Ja, wenn du weißt, wo das mit dem GPS, mit dieser GPS-Taste ist, dann würde ich das auch so machen wie ich. Haben wir GPS auch drauf, oder wie? Ja, kein richtiges GPS, aber du kannst halt deine Spur fixieren, wo er fahren soll. Durch diese eine Mod hier. Weil dann fährst du nämlich hier immer quer, so, also die geraden Strecken, und dann fährst du quasi von der einen Kante Feld 46 bis hoch zu 48 durch. Das sind richtig lange Geraden dann. Ein GPS ist ja auch schon ein Update rausgekommen, oder? Was? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was ist mit GPS? Update, ist ja noch keins rauskommen. Doch, ich glaube schon, aber alle noch nicht wirklich funktionsfähig. First Player funktioniert auch nicht richtig. Nee. Ja, einmal geht's, dann kommt wieder ein Update, dann geht's wieder überhaupt nicht, dann geht's wieder, dann geht's wieder überhaupt nicht. First Player war da auch kein Update, oder wie? Ja, regelmäßig kann man sagen, jede Stunde kommt eins. Ja, wo kriege ich das? Ja, das Update? GitHub. Ja, muss ich den jedes Mal runterladen, oder wie? Jawohl. Und umschreiben. Ja. Ich spare mir das und warte, bis mir gesagt wird, jetzt ist eine vernünftige Version draußen. Solange behalte ich die Version, die ich habe, weil die funktioniert. Nicht perfekt, aber sie funktioniert. Ich hoffe, dass da mal für Multiplayer was rauskommt. Auch sicher. Der Curseplay wäre hier schon nicht schlecht an und für sich, ne? Ja. Das wäre schon super. Das hätte was. Funktioniert einfach noch nicht alles richtig. Also. Der LS Kann noch. ja nicht alles sofort funktionieren. Na. Ja, der Kalk lädt immer noch auf. Das hat auch vorhin gut 5 Minuten gedauert, ne? Also es war locker eine Zigarettenlänge. Da lang, ne? Naja, 125.000 Liter passen in den So. Überladewagen. Das dauert einen Moment. 125, dem was du dann brauchst, oder wie? Nee, der hat weniger, glaube ich. Der Cargo, weiß ich nicht, wie viel da jetzt reingehen. Ich weiß nicht, ob man den Überladewagen nicht vielleicht sogar auch dranhängen könnte, keine Ahnung. Aber es gibt halt extra diesen Cargo für den Häcksler. Der ist halt extra für den gemacht. Ja, ich probiere den Cargo aus. Kannst du nachher mal gucken, wie viel das da reingeht? Ich hätte 54.000 Liter. So was. 65.000 gehen da rein.
Na, das dauert ein bisschen, bevor wir